Und herzlich willkommen zurück hier in Two Point Hospital. Mein Name ist Max. Schön, dass ihr da seid. Ich wünsche euch alle frohe Weihnachten, Happy Holidays. Ja, und weil heute wir alle ein bisschen mehr Zeit haben, habe ich mir gedacht, machen wir heute mal eine bisschen längere Folge. Also, macht's euch gemütlich, holt euch ein paar Snacks und genießt die Show. So, ich habe schon mal wieder hier losgelegt. Wie ihr sehen könnt, könnten wir hier hinten in Lower Bulldogs nochmal expandieren durch die Gründung eines zweiten Krankenhauses. Aber ich muss zugeben, ich bin mit dem schon gut beschäftigt. Also, dann schauen wir mal. Hier beginnt deine Karriere als Krankenhausleiter. Achso, das haben wir ja schon. So, also das Letzte, was wir gemacht haben, war hier nochmal die Porzellanabteilung aufzurüsten. So, ich muss gerade mal mit der Steuerung klarkommen. So, was ist das? Heile 25 Patienten. Verdiene 200.000. Oh, da müssen wir jetzt noch ein bisschen vorwärts machen. Also, 3 haben wir geheilt. Können wir, was können wir hier, noch was? Ah, Moment, wir haben hier erst noch Beförderung. Noel Limone, Medizinstudent, kann jetzt zum nächsten Rang befördert werden, Assistenzärztin. Die Beförderung von Medizinstudenten zu Assistenzärzten gewährt ein plus 1 Weiterbildungsplatz, plus 10% Bewegungstempo, plus 10% Diagnosekompetenz, plus 10% Behandlungskompetenz. Biete eine Gehaltserhöhung an, um die Mitarbeiter zufriedenzustellen. Okay, dann schauen wir mal. Was ist der letzte Preis beim Noel? Dann gehen wir hier ganz knapp. Genau. Befördern wir denn? Wir fördern ja unsere Mitarbeiter. Hier, ist er das? Oh, er ist jetzt Doktor. Schaut mal. Sucht Arbeit. Naja. Ist das hier auch ein Doktor? Wollen wir ihm noch ein Behandlungszimmer? Ja. Dann machen wir noch ein Behandlungszimmer. Komm. Was ist hier? Ach so. Ja, okay. Verstehe. Das ist ein anderes Krankenhaus. Ne, Zimmer müssen wir. Arztpraxis. Kommt sofort. Das machen wir mal dahin. Wie dreht man das nochmal? Gedrückt halten, genau, so war das. Zack. Zack. Abfalleimer. Ohne Plant, huh? A Plant. Nein, wir brauchen den Haken. Und wo ist jetzt unser neuer Assistenzarzt? Ist er das? Nee. Ist der Herbert? Wo ist er denn? Macht er Pause? Ja. Nee. Wo ist denn unser Doktor hin? Feierabend gemacht oder was? Benötigt einen Arzt. Und wie kann ich den... okay, wir haben zu viele Krankenpfleger, ja. Ich finde den Doc nur nicht. Und was ist hier los? Machen die Pause oder was? Irgendwie... Können wir hier irgendwo auf... Personal, Patienten und Krankheiten. Nutze die Personal- und Patientenkrankheitslisten, um die Menschen in deinem Krankenhaus im Auge zu haben und zu managen. Sehr gut. Finde Mitarbeiter und Patienten schnell und spring zu ihrer Position im Krankenhaus. Jawohl, ich hätte gern Personal. Nutzen die Person, um zu ihr zu gelangen. Okay, Ärzte. Wo ist er denn? Ist er auf dem Klo oder was? Nee, das ist er, oder? Aber was macht er da? Den habe ich doch gar nicht hier hin. Den will ich hier hin. Ja. Aber wo ist denn
Was brauchen wir denn hier? Auf Radio Two Point. Ein Arzt. Harrison Wolf, die einsame Stimme der Vernunft. Okay. Und ich bin hier, um all euch wachsamen Zuhörern da draußen die Wahrheit zu verkünden. Öffnet eure Augen und Ohren und findet heraus. Da ist eine Warteschlange. Können wir da noch was bauen? Aber zuerst. Musik. Zusätzliches Personal. Okay. Jetzt haben wir hier keinen mehr. Schon gewusst, im Reiter Charaktere findest du eine Liste aller Mitarbeiter. Dort kannst du dir einen Überblick über Mitarbeiter verschaffen. Ihr Gehalt also vertrauen. Ja. Finanzen. Im Reiter Finanzen kannst du auf deinen geschäftlichen Überblick zurückgreifen und dir alle Aspekte des Krankenhauses genau ansehen. Du kannst auch Preise anpassen, die im Krankenhaus erhebst und bei Bedarf einen Kredit aufnehmen. Ui. Preisliste. Passe die Preise an, die du für die Diagnose, Behandlung und andere Dienste im Krankenhaus verlangst. Bei der Errichtung eines neuen Krankenhauses werden die Preise standardgemäß auf den Marktwert für diesen Standort gesetzt. Das ist der Betrag, den Besucher zu zahlen bereit sind. Wenn du die Preise erhöhst, kannst du mehr Geld verdienen, aber es kann auch den Ruf schaden und es laufen dir möglicherweise Patienten weg. Wenn diese Preise senkst, bringst du weniger Geld, dann kannst du dir aber einen Ruf verbessern. Naja, dann machen wir das mal so. So. Wir haben. Okay. Ne, das lassen wir. Snackautomat machen wir hoch. Die müssen ja bei uns snacken. Was haben wir noch? Das machen wir hoch. Das machen wir hoch. Okay. Okay, müssen wir das irgendwie speichern? Ne, ich glaube nicht, ne? Kredite. Hier kannst du die Kreditangebote einer Reihe von Instituten einsehen. Kredite aufnehmen und bestehende Kredite zurückzahlen. Jedes Kreditinstitut bietet unterschiedliche Beträge, wobei die monatliche Rate vom Zahlungszeitraum und dem Zinssatz abhängt. Einige Kreditangebote werden erst verfügbar, wenn das Krankenhaus bestimmte Kriterien erfüllt. Aha, aha, okay. Okay, aber jetzt schauen wir mal. Okay, wir brauchen jetzt hier wieder einen Arzt. Ich glaube, ich muss nochmal einen einstellen. Was ist das? Was kann der? Lässt Energie langsamer schwinden, sodass wir... Let's go, den stellen wir ein und stellen ihn hier hin. Zack. Station, was ist das? Was ist mit ihm hier? Station benötigt. Aber... Warnung, dies ist eine allgemeine Warnung. Brauche ich noch eine Station, Leute? Soll ich nochmal eine Station machen? Ja. Wo gehst du hin? Chefarzt, was macht er denn? Ich habe meine früheren Leben zu erkunden. Okay. Ich habe versucht, mich mit Pendeln und Uhren zu hypnotisieren. Brauchen wir noch eine Station? Nee, ne? Eigenen Stimme. Oh, was ist mit ihm? Zu funktionieren. Ich sage eine Sache. Oh, okay. Wir brauchen eine neue Station, Leute. Kommt sofort. Zimmer. Station. Sind jetzt auch alle hypnotisiert? Da müssen wir aufpassen. So. Drehen, drehen, drehen. Zack. So. Umkleide. Drehen wir mal. Ich glaube, das war nicht so clever, was ich gemacht habe. Wollen wir es mal ein bisschen.
Wie macht man das jetzt am besten? Na, okay, doch nicht. Ein Abfalleimer kommt auf jeden Fall auch noch rein und ein Feuerlöscher auch noch. So, jetzt bauen wir das erstmal. Ich kann nur ein Bett reinpacken. Warum? Krankenpfleger zur Station, bitte. Ja, Schwesternstation, hm? Wie ist der Ruf? Ruf sieht gut aus. So, jetzt stellen wir erstmal jemanden ein. Wir brauchen Krankenpfleger. Der sieht doch gut aus. Einstellen. Zack. Und jetzt können wir, glaube ich, nochmal ein Bett reinpacken, oder nicht? Jawohl. Bisschen kuschelig halt, aber ist okay. Okay. Nein, will ich nicht. Ja, ich will es abbrechen. So. Irgendwie habe ich es nicht so smart gebaut. Versuchen wir nochmal was. Bett. Hier sind wir zu Hause. Zack, noch einer. Bauen. Hoppala. Wo ist denn hier jetzt Alfredo? Ist er das? Das Sam Krust? Können wir jetzt mal loslegen? Brauchst du noch jemanden? Komm, ich glaube, du brauchst noch jemanden. Kann das sein? Was machen wir denn? Ah nee, die machen wir da schon. So, und dann stellen wir noch jemand ein. Krankenpfleger. Den Marvin Krust. Ach, guck mal. Sind das Brüder? Kann das sein? So. Test 1, 2. Hat das funktioniert? Verpassen Sie nicht die unglaublichen Angebote im Cromley Megamarkt. Kaufen Sie 115 Dosen Thunfisch und erhalten Sie eine Dose gratis. Pfleger Sam Krust, wo ist der denn? Anmelden, Personal. Exklusiven nur einmal Pfleger. Cromley Dosenöffner. Wo ist der? Besuchen Sie noch diese Woche den Cromley. Ist der das? Ja, let's go. Warum hast du dich denn in der Ecke versteckt? Junge, 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 Junge. Was macht er denn jetzt? Okay. So, und er... Du musst doch hier vorne hin, oder nicht? Benötigt einen Arzt. Ja, wäre halt toll, wenn... Wer bist du denn? Der Dr. Herbert Knallkopp. Tja. Let's go. Da rein. Und du? Termin in der Station. Okay. Die Station ist... Ja, aber dann geh doch hier vorne hin. Kann man den nicht anheben? Ist die hier voll, die Station? Absolut nicht, oder? Details. Statistik. Irgendwie, ich glaube... Fühlen Sie sich auch manchmal beobachtet? Ist der geheilt, oder was? Geheilt, okay. Geheilt, geheilt. Was ist er hier? Der... Ich brauche echt eine größere... Okay, wir bauen jetzt eine Riesenstation, Leute. Machen das so. Station... hier. Zack. 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 So, Betten. Let's go. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Okay, können wir das direkt Personal?
Nein. Wahrscheinlich, ich weiß gleich, was wieder passieren wird. Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Easy-Scans verlangt. Na. So, und dann. Das hat natürlich super funktioniert. So, mal gucken, was passiert, wenn wir die hier bearbeiten. Ne, bearbeiten, nicht Objekte. Ich will... kann ich das löschen irgendwie? Ich will nichts hinzufügen. Okay, das habe ich irgendwie noch nicht so geschnaggelt. Kann man das nicht einfach löschen? Ah, Moment. Okay. Chiggy. Ja, können wir das jetzt verkaufen hier? Oh, das hat ja super funktioniert. Ja, so ist doch einfacher, Leute. So, die Schwester kommt hier rein. So, die Schwester. Die von der Lippe kommt auch hier rein. So, was haben wir noch? Jetzt machen wir hier Betten rein. So, Objekte, Betten. 1. Verstehe ich zwar nicht. Okay. Geh mal weg. Anscheinend steht Hanf, dem Gesundheitsableger von Holistics, mal wieder Ärger ins Haus. Anscheinend handelt es sich bei ihrem neuesten Produkt namens Elixier, das nach dem Versprechen alle Krankheiten heilen soll. Lediglich um Pflanzensaft mit Pinienaroma. Gut, jetzt müssen wir das mal hier ein bisschen wieder kippen. Ein bisschen ranzoomen. Haben wir denn hier noch Personal, was wir zuweisen können? Pflegekräfte. Oh, die machen bestimmt gerade Pause. Wo ist er denn hier? Ist er das? Der ist auf der Station, das ist schon gut. Haben wir denn noch jemanden? Ich sehe sie halt nicht. Wie heißt sie denn? Den Kranken. Okay. Geschätzter Krankenhausleiter. Yes. 2-Sterne-Krankenhaus. Glückwunsch. Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit 2 Sternen bewertet. Wenn Sie mit Ihrem aktuellen Tempo weitermachen, haben Sie bald alles erreicht, was mit Ihrem ersten Krankenhaus möglich ist. Ich spüre, Ihr Selbstvertrauen wächst. Passen Sie auf, dass Sie nicht letztlich nur noch tiefer stürzen. Ja, okay. Aber wir holen uns jetzt erstmal den Bonus ab. Let's go. So, und ich würde jetzt gern das nochmal hier... Läuft es? Aufheben. Okay, jetzt schauen wir mal. Gehen wir mal ein bisschen weiter raus. Wo musst du hin? Terminarzt. Was sind denn die ganzen Ärzte? Hier ist einfach niemand. Achso, da macht jemand Pause. Ja, ich glaube, ich muss hier vorne noch jemanden einstellen. Assistentin. Let's go. Do your job. Okay, die macht Pause. Du, hast du was zu tun? Ist hier was... Zustand, Merkmal, teuer, positiv. Na dann. Aufheben, feuern, Pause einlegen, Gehalt prüfen, Jobs.
Jobs, Aufgabenzuweisung für das Personal prüfe, welche Mitarbeiter für jede Aufgabe im Krankenhaus qualifiziert sind und bestimme, wer die jeweilige Aufgabe machen darf. Wenn du beispielsweise willst, dass nur die besten Mitarbeiter in der Arztpraxis arbeiten, kannst du diese Aufgabe der Assistenzärzte bzw. Nachwuchskräfte deaktivieren. Okay. Die Fauna wird gebeten, die nicht weiter zu stören. Okay, verstehe. Smart. Gute Neuigkeiten. Wir haben insgesamt schon 50 Patienten geheilt. Mit jedem geheilten Patienten erhöht sich der Ruf. Ja, ich weiß. Und dann kommen mehr und oh hier, der schläft. Aber die ist auch nicht... Ich würde mal sagen, ich verkaufe das einfach. Auch den hier. Verkaufen. Zack. Bis ich gemerkt habe, dass ich mich einfach falsch rum hingesetzt und so. Die ganze Zeit als Rinder mit Zeltwand gestarrt hatte. So, was ist das hier eigentlich? Ach so, ja, hatten wir glaube ich schon, oder? Ja. Fortfahren. Notfallstation. Einige Stationspatienten wurden hilflos zurückgelassen, nachdem das Krankenhaus von Bungel Meditech implodierte. Und hoffen nun auf weitere Behandlung. Sollten wir erfolgreich behandeln, winkt uns eine Belohnung. Wollen wir die Patienten aufnehmen? Jawohl, aber sowas von. Wir haben ja Platz. Wir haben ja Platz. Können wir ruhig machen. Hausmeister zur Reparatur des Medikamentenmixers, bitte. Was ist mit ihm? Warum ist er heartbroken? Behandlung fehlgeschlagen. Aha. Verstehe ich jetzt nicht. Was kann man hier machen? Ziele. Okay. Wartung im Pausenzimmer erforderlich. Der VIP. Ah, hier haben wir schon 3 VIPs. Okay, ich glaube, kriegen wir da noch ein Bett rein, bestimmt, oder? Bestimmt. Wenn wir die so rum hier hinsetzen. Jetzt gucken wir mal. Komm mal. Machen wir eine richtige Station draus. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Betten haben wir jetzt. Ich glaube, das haben wir im Griff, oder? Was ist mit ihm? Erfolgschance war 84%. Was mache ich denn falsch? Personalkompetenz. Okay, komm. Da geben wir dem mal ein bisschen mehr. So, come on. Wie viel willst du denn mehr, du Schlingel? Das ist schon ganz schön viel mehr für eine Nachwuchsschwester. Egal, wir fördern ja. Und du... Die geben auch ein bisschen mehr Geld. Jawohl. Gut. Und hier? Okay. Da, die repariert das. Hier benötigt ein Arzt. Geheilt. Ich verstehe es nicht. Therapeutin sagt, ich müsse mich entspannen, mir ein Hobby suchen. Wenn ihr Vorschläge habt, dann immer her damit.
Warum ist das fehlgeschlagen? Auf dem Laufenden. Protokoll. Alles ist besser als mein letztes Hobby. Ortsschilder sammeln. Warum ist er denn fehldiagnostiziert? Wir haben womöglich so viele Ärzte, da gerade mehrere nichts zu tun haben. Ja, weg damit. So, dich packen wir mal da rein. Da ist der Assistenzarzt. Und sie hier, Apotheke? Nee. Nee. Muss er eine Pause machen, oder was? Okay, die wechseln sich ab. Irgendwie. Okay, okay. Mal gucken, was wir noch bauen können. Nichts mehr. Erstmal. Und haben wir hier, was haben wir hier noch bei? Ah, wir können hier noch weitermachen. Was bringt denn das Erleuchtung? Erhöht die Krankenhausambiente und das Oh, wir haben Einnahmen 50.000, Ausgaben 27.000, haben wir ein Plus gemacht. Schon gewusst, Patienten und Mitarbeiter werden mit der Zeit durstig. Stellung heraus, Getränke zur Verfügung, um sie zufriedenzustellen. Na, dann machen wir das doch mal. Das kriegen wir doch hin. Getränkeautomat. Da würde ich mal behaupten, damit die uns das nicht verstopfen. Zacka. Und zacka. Sehr gut. Nochmal Getränke, so. Okay, was haben wir hier? Beförderung. Nur Hausmeister kann jetzt zum nächsten Rang leitende Hausmeisterin. Ja, das machen wir. Zack. Okay, sehr gut. Wir haben ausreichend viele Patienten der Gruppe geheilt. Du hast unserem Ruf geholfen und wir erhalten eine Belohnung. Herausforderung, heile 5 Patienten mit Bettengesicht. Okay, du hast 3 von 5 geheilt. Naja, super. Henry Chopworth, der führende Gesundheits- und Sicherheitsinspektor des Countys, hat angekündigt, dass er bei uns in Kürze eine Inspektion durchführen wird. Herr Chopworth sagte, wir würden ihn an seinem gelben Schutzhelm erkennen, sowie an seinem Gesicht. Er wird bald eintreffen und ein positives Ergebnis. Wäre gut für unseren Ruf. Beeindrucke den VIP mit einem tollen Krankenhaus. Ja, super. Was ist denn ein tolles Krankenhaus? Ich heile doch einfach nur die Leute. Die müssen eine Pause machen. Und du bist du... Ja, du kommst mal schön mit. Hier rein. Und was ist mit dir? Du bist auch perfekt. Du kommst da rein. Was ist mit dir? Du musst auf jeden Fall eine Pause machen. Komm mal her. Ich packe mal hier rein. So, mach ein Päuschen. Und du kommst da rein. So. Dann haben wir auch eigentlich keine Pause mehr. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, der zaubert einfach hier, Leute. Ganz wild. Wo ist... Zustand stirbt? Warum? Sie leiden unter Schwindelgefühlen, stehen neben sich. Hä? Und Hilfe! Warum? Oh je, da ist jemand von den Toten wieder auferstanden. Wir werden einen Hausmeister mit Geisterjägerausbildung brauchen. Okay. Passt natürlich, wenn jetzt der Inspektor kommt. Mist. So, einstellen. Haben wir aber... Ja. Da müssen wir jetzt einen günstigen... Das ist der günstige. Let's go.
Und dann hier Geisterjäger, bitte. Danke. Und weg damit. Okay, hier ist der Inspektor, Leute. Ava Puffing gefangen. Okay. Ich bin... Wartung im Pausenzimmer erforderlich. Wartung im Pausenzimmer. Let's go. Wartung im Pausenzimmer. Irgendwie jetzt hat sich's wieder eingegroovt, oder? Jetzt bin ich mal gespannt hier. Ja, gespannt, was der Inspektor so treibt. Und mal gucken, was er so guckt. Was hat er hier? Geister. Ne? Teil von ihnen zurück. Traurigerweise der furchterregendste Teil. Das. Ich drücke mal auf Pause. Das kann für jene von uns, die noch an ihrem Leben festhalten, eine ziemlich erschreckende Erfahrung sein. Außerdem sind Gespenster ziemlich schmuddelige Quälgeister. Sie hinterlassen nämlich eine Spur von Ektoplasma. Sie haben außerdem die Angewohnheit, sich aufzulösen und dann anderswo wieder aufzutauchen. Ah, okay. Jetzt haben wir halt den Hausmeister oder Hausmeisterin eingestellt. Aber vielleicht macht es auch Sinn. Besucht, ja, die Apotheke. Oh no, jetzt wird die gerade in Stand gehalten. Ist das jetzt gut? Sieht sich alles an. Okay. Er guckt sogar in den Mülleimer. Ich werd verrückt. Was ist das für ein Spiel, ey? Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Jetzt ist da kein Arzt drin. Ich krieg die Krise. Auf jeden Fall ist sie schon mal happy. Das ist schon mal gut. Schon gewusst, Mitarbeiter machen eine Pause, wenn ihre Energie zu sehr sinkt, solange sie nicht schon zu viele... Oh, das war ganz schön knapp hier. Wir machen bald Verlust. Gesundheitspreis, okay. Jetzt schauen wir mal, ob wir was gewonnen haben. Gesundheit... So. Burp. Auszeichnung für Arzt des Jahres geht an uns. An unser Krankenhaus. Krankenpfleger des Jahres ist. Nee. Oh, keine Ahnung. Irgendein Krust. So. Hausmeister des Jahres. Buckel Meditech. Das sind nicht wir. Auch wieder ein Buckle Meditech, Assistent des Jahres. Uiuiuiui. Arbeitgeber des Jahres, ganz wichtig. Weil als Krankenhausleiter müssen natürlich auch dafür sorgen, dass wir die Nummer 1 sind und bleiben. Jawohl. Und wir sind die Nummer 1. Arbeitgeber des Jahres. Ja, das liegt halt daran, weil wir die Leute fördern und fordern. Mein Prinzip: fördern und fordern. Keine Todesfälle. Naja, ein bisschen Schwund ist immer. Krankenhaus mit dem höchsten Prestige. Das sind nicht mir. Leider, leider. Und der Patientenpreis. Ganz wichtig. Kriegen wir den oder kriegen wir den nicht? Jawohl, den kriegen wir auch. 5000 Euro Preisgeld, 5 Ks und 3 Ruf. Sehr gut. Naja, das ist von 4 von 8. Ist doch nicht schlecht. Ist doch nicht schlecht. Okay. Was haben wir hier? Was sind die Personalstimmung? Ja, die ist jetzt schon ein bisschen... Ah, die ist schon hoch. Personalstand ist niedrig. Gehaltszufriedenheit ist okay. Da haben wir nichts gemacht. Beförderung haben wir leicht was gemacht. Ja. Ja, es sieht auch nicht schlecht aus. War das jetzt eigentlich die... Ist das die Jahresrückschau oder was? Ja, okay. War das jetzt ein Jahr oder wie? Weiß ich nicht. Schreibt's mal in die Kommentare, falls ihr das mitbekommen habt. Ich komme überhaupt noch nicht klar. Das sind so viele andere Dinge hier. Was ist das?
Der Visualisierungsmodus. Ah, da habe ich in den Vorbereitungen schon was gesehen. Okay. Rein da. Ja, wir müssen noch zwei Patienten heilen. Der macht Pause. Wo ist denn unsere zweite Assistentin eigentlich? Was ist das? Schwester? Pfleger? Wer bist du? Da fühlt sich direkt jemand angesprochen. Sehr gut. Der ist immer noch da. Uiuiui, verlässt das Krankenhaus. Wir haben womöglich zu viele Ärzte. Das ist egal. Verlässt das Krankenhaus. So, jetzt darf ich ihm bloß keinen Bus überfahren oder so. Ich glaube, wir sind ganz gut weggekommen. Mal schauen, was er sagt, der Inspektor. Also. Heile 30 Patienten erledigt. Verdiene 400.000. Krankenhauswert. Aktueller Wert. Naja, das ist doch... Okay, hier. Der Befund vom Gutachten. Herr Chopworth hat uns nach seinem kürzlichen Besuch einen Bericht geschickt. Er umfasst 30 Seiten. Also haben wir ihn nicht durchgelesen. Aber hier ist das Fazit. Man kennt's. Eine erstaunliche Leistung. Eine Einrichtung, die das Leben nicht nur verlängert, sondern auch bereichert. Besucher mögen aufgrund körperlicher Gebrechen dieses Krankenhaus aufsuchen. Doch auch die Seele findet hier Heilung. Spektakulär. Das hätte wahrscheinlich nicht besser laufen können. Großartige Neuigkeiten. Herausforderung. Beeindrucke den VIP mit einem tollen Krankenhaus. Belohnung. $10.000. 15 Ruf. Und 20 Ks. Sehr gut. Das ist ja mal super gelaufen. Aber ich meine, wir sind auch super strukturiert. Und super aufgestellt. Ich glaube, wir fangen mit dem anderen Krankenhaus an. Oder? Was meint ihr? Wir gucken mal rein. Personalqualifikation. Willkommen in Lower Bullocks. Dieses reizende kleine Dorf hat ein riesiges Problem. Ein bedeutender Anteil der Bevölkerung hält sich für Rockstars. Dafür gibt es nur ein Heilmittel, die Psychiatrie. Nur Ärzte mit Psychiatrieausbildung werden in der Lage sein, Patienten im Psychiatriezimmer zu diagnostizieren und zu behandeln. Wir haben einen solchen Arzt gefunden, aber du solltest weiterhin nach Bewerbern Ausschau halten. Okay. Baue ein beeindruckendes Psychiatriezimmer, um der Zufriedenheit zu sorgen. Okay. Dann machen wir das doch mal, oder? Oh. Wer kennt's nicht? Ja. Zimmer, Psychiatrie, please. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ja. Oh, ich ahne Schlimmes. Das hätte auch einfach wahrscheinlich so ein kleiner Raum gelangt. Das war's, oder was? Oh no. Oh, ich hab gedacht. Naja, gut. Vielleicht sollte ich nicht so viel denken. Ein Aktenschrank. Okay. Viel zu groß. Neue Technologie. Wir wurden von Bungie Technologies kontaktiert. Dieses Unternehmen betreibt verschiedene Forschungshäuser im ganzen Land. Sie haben uns interessantes Angebot gemacht. Ihnen wurde erst kürzlich in psychiatrische Lizenz entzogen, wegen eines Vorfalls mit, es ist wohl besser, nicht ins Detail zu gehen. Sie beabsichtigen, ihre Psychiatrie-Patienten zu uns zu schicken und würden uns im Gegenzug den Kauf
ihrer neuesten Technologie ermöglichen. Solange unsere Organisation keine Forschungslizenz hat, müssen wir umso mehr Technologieunterstützung froh sein. Lass uns das Krankenhaus weiter ausbauen, werden wir uns um Psychologie kümmern. Ja, wie? Wie? Okay. Baue mehr Zimmer und stelle mehr Personal ein. Okay. Dann müssen wir das nochmal bearbeiten, weil... Machen wir minus, 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 minus. Auch wenn das wahrscheinlich nicht funktioniert. Nee, abbrechen. Möchtest du die Zimmerbearbeitung abbrechen? Ja. Weil... wahrscheinlich... Wir nehmen hier erstmal das weg. Genau. Okay. Geht das? Jawohl, das geht. So, hätten wir das schon mal. Haben wir hier schon jemanden eingestellt? Was benötigen wir hier? Haben wir hier einen Arzt oder was? Was ist denn das hier? Wahnsinn. Benötigt Arzt. Da müssen wir jemanden einstellen. Ja. Ein Arzt in die Arztpraxis, bitte. Der 44. Anrufer heute. Okay, jetzt machen wir noch ein Zimmer. Noch ein Psychiatriezimmer. Ich bewundere den Optimismus unserer Sendeleitung. Nie mehr als 6 Anrufe an einem Tag. Okay. Hatten sich 2 verwählt. 2 hatten sich verwählt. Leute, das gehört. Feuerlöcher, Standard. Okay, sehr gut. Let's go. Wir brauchen hier noch einen Arzt. Einstellen. Arbeitszeugnis, schwache Blase. Aber es ist ja keine Psychiatrie. Okay. Kompetenzen. Nee. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Ich glaube aber, wir gucken jetzt nochmal. Die müssen halt kurz warten. Das geht halt nicht anders. Wir gucken jetzt nochmal hier rüber zu dem anderen Krankenhaus. Was hier los ist. Hat das jetzt angehalten? Kann das vielleicht mal mir einer erklären in den Kommentaren? Das angehalten? Ich weiß es nicht. Naja, okay, jetzt schauen wir hier nochmal. Wir haben Profit gemacht. Uiuiuiui. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Noch nicht schlecht, fast 50%. Läuft bei uns. Und er ist hier wieder heartbroken oder was? Ich verstehe es halt nicht. Bettengesicht. Nun gut, also ich würde sagen, für heute langt's. Ich wünsche euch allen noch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Schöne Feiertage. Schön, dass ihr bis zum Ende geblieben seid. Und ihr wisst, wie es läuft, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst, wie es hier weitergeht. Und wie immer, lasst es euch gut gehen. Tschüss.